und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Secret Files Tunguska. Ja, in der letzten Folge haben wir gerade noch so die Safe-Kombination geknackt und jetzt haben wir eine Videokassette daraus bekommen und die werden wir uns jetzt natürlich auch direkt anschauen. Das Band ist mit Manuel beschriftet. Vielleicht gibt es ja Aufschluss über das Verschwinden von Paris. Genau, die tun wir mal hier rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist das nicht der Pfleger? Was machen Sie hier? Ich sehe mir an, wie Sie einem Patienten zur Flucht verhelfen. Was? Was meinen Sie? Sie wissen genau, was ich meine. Ich? Schade. Eigentlich mag ich keine Gewalt, aber Sie lassen mir leider keine andere Wahl. Bevor ich dran glauben muss, sind Sie dran. Nein, warten Sie. Ich will Sie gar nicht verpfeifen. Ich muss nur ganz dringend Manuel Perez finden. Er ist meine einzige Chance. Einzige Chance? Perez war vor vielen Jahren zusammen mit meinem Vater auf einer Expedition. Nun ist mein Vater spurlos verschwunden und ich hoffe, dass mir Perez bei der Suche helfen kann. Manuel und jemandem helfen? Er ist derjenige, dem man helfen müsste. Wieso? Weil er... Egal. Sie wollen ihm also wirklich nichts tun? Nein, ganz bestimmt nicht. Okay, ich helfe Ihnen. Aber verpfeifen Sie mich nicht, sonst geht's mir echt an den Kragen. Die Frau Doktor versteht da überhaupt keinen Spaß. Die Frau Doktor scheint mir sowieso eine sehr unlustige Person zu sein. Warum eigentlich? Sie haben keine Ahnung, was die hier mit Perez machen? Nein, woher sollte ich? Er wurde vor einigen Monaten hierher gebracht, auf Antrag von einem gewissen Gattuso. Er war es auch, der die Charleroi als Chefin eingesetzt hat. Und dann fing der Horror an. Lassen Sie mich raten. Menschenversuche? Ja. Woher wissen Sie? Das ist jetzt nicht wichtig. Wissen Sie, welches Ziel diese Versuche haben? Nein. Es ging wohl darum, dass Manuels Krankheit irgendwie besonders ist. Es sind auch noch zwei weitere Personen eingeflogen worden, aber die waren ganz schnell wieder verschwunden. Es muss um etwas ganz Großes gehen. In den letzten Monaten wurden in diese Anstalt fast $1 Million investiert. Unsere Gehälter haben sich auf einen Schlag verdoppelt. Aber Geld ist nicht alles und der Preis eines Menschenlebens ist mir zu hoch. Ich wäre schon früher ausgestiegen, aber die Chefin hat gesagt, wer aussteigen will, steigt für immer aus. Und da habe ich mich nicht getraut. Ist schon okay. Ich muss jetzt aber dringend Perez finden. Je länger ich für die Suche nach meinem Vater brauche, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er... Gut, ich helfe Ihnen. Perez ist in einer Felsenhöhle versteckt, gar nicht weit von hier. Aber nehmen Sie ihn nicht mit. Ich komme in ein paar Stunden nach und kümmere mich um ihn. Ich kenne hier eine Menge Leute, die werden uns verstecken. Einverstanden. Passen Sie gut auf sich auf, ja? Ja, Sie auch. Okay. Hat's hier schon recht schnuckelig? Das Versteck ist relativ sicher. Trotzdem hoffe ich, dass Ramon Perez schnell abholt und sich gut um ihn kümmert. Der arme Kerl ist übel zugerichtet. Wenn er nicht schon dem Wahnsinn nahe war, als er eingeliefert wurde, die Misshandlung durch diese Charleroi hätte wohl keiner ohne bleibende Schäden überstanden. Sind Sie Manuel Perez? Hallo? Verstehen Sie mich? Ich weiß nicht, ob er mich versteht, aber als ich ihn angesprochen habe, hat er mir in die Augen geschaut und gelächelt. Fast so, als würde er mich erkennen. Das ging mir bei dem Evenken in der Tunguska-Region ja auch schon so. Vielleicht hat er ja tatsächlich jemanden erkannt, nämlich meinen Vater. Okay, aber jetzt da was aus ihm rauszukriegen, ist natürlich so eine Sache. Was haben die in der Anstalt mit Ihnen gemacht? Und vor allem warum? Was wollten die von Ihnen? Das Thema scheint ihm Angst zu machen. Er muss schlimme Sachen in der Anstalt erlebt haben. Ich sollte ihn nicht weiter damit quälen, auch wenn es für mich wichtig wäre. Mein Vater ist verschwunden. Er wurde vermutlich entführt. Ich nehme an, dass der Grund für seine Entführung etwas mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Sie haben doch viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet.
Wissen Sie von irgendeiner Sache, die ihn jetzt nach so langer Zeit wieder eingeholt haben könnte? Er will mir wohl irgendwas sagen, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also entweder hat das was mit einem Flug, mit Schwimmen zu tun oder er will was aufmalen. Was ist damals bei der Tunguska-Expedition passiert? Versuchen Sie sich zu erinnern. Es könnte sehr wichtig sein. Entweder er kann sich an nichts mehr erinnern oder er will nicht darüber reden. Treppe. Achso, das ist dann quasi die Treppe zum Strand, ja? Ja, kann ich ihm vielleicht den Teddybären geben? Warum bin ich jetzt eigentlich rausgegangen? Ich weiß es selber gar nicht. Kann ich nicht. Ich denke mal, dass er auch keine Kelle auf dem Kopf haben will oder so. Vielleicht hat der arme Kerl kein Essen mehr bekommen, möchte eine Zwiebel haben, auch nicht. Ja, kann ich mit ihm nochmal reden? Hallo, was macht die Muse? Das, was alle... Ich habe gehört, ein gewisser Manuel Perez soll aus der Anstalt verschwunden sein. Echt? Habe ich nicht bemerkt. Ein Patient? Ja. Müssten Sie das nicht merken, wenn hier einer verschwindet? Doch, eigentlich schon. Aber ich bin ja auch nicht 24 Stunden am Tag hier. Und eine Nachtschicht gibt's nicht? Nein, ich glaube nicht. Wenn Sie ihn sehen sollten, sagen Sie mir dann Bescheid? Wenn ich ihn sehen sollte, werde ich ihn zurück in die Anstalt bringen. Das war die offizielle Aussage. Die inoffizielle lautet, ja, ich sage Ihnen dann Bescheid. Danke. Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit Ihrer Muse allein. Danke. Ich... Von mir. Staffelei. Aber die kann man nicht nehmen. Wo ist denn eigentlich das Bild hin? Ach ja, das hatten wir da hinten. Kann man da vielleicht... Anscheinend kann man das wieder mitnehmen. Ich nehme das Bild mal wieder mit. Die Frage ist jetzt nur... Muss ich eventuell noch mal Kohle holen? Vielleicht kann der ja da irgendwie was draufschreiben. Okay, das funktioniert nämlich. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir das Porträt dafür missbrauchen sollen. Ich habe eigentlich gedacht, wir könnten mit dem Typen sprechen, dass er uns hier eine leere Staffelei gibt, aber es scheint nicht so zu sein. Weil er hat eben so ein komisches Zeichen gemacht mit der Hand, dass er so aus, ob er was schreiben will oder was aufmalen will oder so. Okay, die nimmt das schon mal an. Das bringt so nichts. Ich muss mir was anderes einfallen lassen, um ein paar Informationen aus ihm rauszukriegen. Das nimmt er auch. Da Perez sich offenbar nicht mit Worten ausdrücken kann, vielleicht kann er seine Gedanken ja zu Papier bringen. Einen Versuch ist es wert. Perez hat irgendein Symbol aufgemalt. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber es scheint kein wirres Gekritzel zu sein. Das Symbol ist klar und deutlich zu erkennen und die Linien sind so gerade, als wären sie mit einem Lineal gezogen worden. Bleibt nur die Frage, wie mir das jetzt weiterhilft. Ich werde Max mal eine SMS und ein Foto von dem Symbol schicken. Vielleicht kann der damit ja was anfangen. Dieser Morangi muss hier irgendwo in der Nähe wohnen, wenn er noch lebt. Hoffentlich können mir die Einheimischen weiterhelfen. Mein Handy mit allem Schnickschnack. Man kann damit sogar telefonieren. Boah, das ist ja Wahnsinn, dass hier mehr als man mit den meisten Handys kann. Das Motorrad, das ich mir am Flughafen gemietet habe. Das obere ist ein Tempo-30-Schild, das untere warnt vor Straßenschäden. Das ist fest im Boden verankert. Drüber steht Tageskarte, drauf steht nichts. Entweder der Koch ist krank oder die befinden sich gerade in der Fastenzeit. Okay. Okay, ich denke mal... Keine Ahnung, was für ein Wappen das ist. Einfach mal mitnehmen. So, können wir noch irgendwas anderes machen, außer mit ihr zu sprechen? Sieht nicht so aus. Ach so, hier vorne können wir noch was.
Ja, da können wir gleich nochmal gucken. Wir sprechen erstmal mit ihr. Es sieht so aus, als ob sie gerade eine Gastrolle in einem großartigen Abenteuer gewonnen hätte. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Ist so eine Eingebung von mir. Dame, bitte. Hi. Warum stehst du denn hier draußen im Regen rum? Oh, hallo. Tja, ich war mit meiner Gruppe von Adventure-Treffreisen unterwegs, aber wir haben uns leider verloren. Ich wollte nur noch mal kurz in den Pub und als ich rauskam, war der Bus weg. Oh, dumm gelaufen. Das kannst du laut sagen. Eigentlich wollten wir ja mit einem Boot einen kleinen Ausflug machen und irgendeine alte Burg besuchen. Aber bei dem Wetter finden die Rundfahrten leider nicht statt. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass die Leute im Bus mein Fehlen möglichst schnell bemerken und gleich zurückkommen. So langsam wird's nämlich echt ungemütlich. Nachvollziehbar. Warum wartest du nicht im Pub? Nee, muss nicht sein. Der Wirt ist so unfreundlich. Da bleibe ich lieber im Regen stehen. Außerdem habe ich Angst, dass mich meine Reisegruppe nicht findet. Die hat eine unheimlich bekannte Stimme. Ich weiß nicht, ob es von irgendwelchen Hörspielen damals für Kinder gewesen ist oder so. Eine unheimlich bekannte Stimme. Und ich komme nicht drauf, wessen Stimme das ist. Ihr seid also auf einer Art Sightseeing-Tour? Nein, eigentlich nicht. Wir sind vom Fabian Reibeisen-Fanclub Hannover und begleiten ihn auf seiner Europatournee. Fabian Reibeisen? Ja. Ach, der Fabian ist ja so süß. Verzeih meine Unwissenheit, aber wer ist das denn? Du kennst Fabian Reibeisen nicht? Den größten Schlagerstar Deutschlands? Ach, was sage ich, der Welt? Nein, eher nicht. Wir sind extra mit dem ganzen Fanclub angereist. Es gab da so ein tolles Angebot von Adventure-Treffreisen. Naja, jedenfalls habe ich jetzt nicht nur meinen Fanclub verloren, sondern auch meinen Freund Olli, der bestimmt schon ganz verrückt ist vor Sehnsucht nach seiner Sandrine. Verloren? Naja, wir waren heute Morgen auf dem Weg zum Hotel, als wir auf ein paar Umweltaktivisten der SAF gestoßen sind. SAF? Was, die kennst du auch nicht? Die Seltene Arten Foundation. Da sollte in der Nähe des Hotels ein Baum gefällt werden. Und das nur, weil die so ein blödes Einkaufszentrum genau dort errichten wollen. Ja, und? In dem Baum nistet ein äußerst seltenes Säbelzahnhörnchen. Was? Oh, ich ahne die Dramatik. Tja, und da war ja klar, dass wir uns an der Demo beteiligen müssen. Ja, sonnenklar. Auf jeden Fall kamen da plötzlich so Leute. Ich glaube, die waren von einem Geheimdienst. Dort in dem Gerangel habe ich dann meinen Olli verloren. Und mein extrem wertvolles, pinkes und mit Edelsteinen besetztes Handy ist auch noch kaputt gegangen. Ja, es gibt so Tage... Gott sei Dank habe ich Komplettschutz. Und mein Handy wird kostenlos repariert. Na dann? Leider habe ich all die Opfer völlig umsonst gebracht. Die haben den Baum einfach abgeholzt, diese kleinen, miesen... Na, wer wird denn gleich? Zumindest habe ich das Säbelzahnhörnchen noch retten können. Ich hab's adoptiert und Luigi getauft. Oh Gott. Luigi? Warum nicht gleich Mario? Mario? Blöder Name. Wie dem auch sei. Seitdem steckt es in meiner Hosentasche und traut sich nicht mehr raus. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Der Kleine ist so goldig. Ich glaube, ich werde ihm einen pinkfarbenen Pullover stricken, damit er nicht mehr so friert. Wenn er mir nur nicht ständig ins Bein pieken würde. Ja, echt interessant. Ich muss dann aber auch mal wieder... Ja, typisch Frau halt, ne? Sehr redselig, würde ich sagen. Keine Ahnung, was für ein Wappen das... Ja, gehen wir mal zu den unfreundlichen Wirt rein. Vielleicht hätte ich reservieren sollen. Schön warm. Ich könnte mich da vorstellen und meine nassen Sachen trocknen. Andererseits, ich muss bestimmt sowieso gleich wieder raus. Da kann ich mir das auch sparen. Der sabbert friedlich vor sich hin. Hallo? Alles in Ordnung bei Ihnen? Der scheint nicht übermäßig kommunikativ zu sein. Vielleicht lasse ich ihn erstmal seinen Rausch ausschlafen. Ja, dann hilft's wohl nicht. Da müssen wir... Oh, Moment, Becher? Ich nehme den mal an mich. Bei dem netten Herrn hier hat er seine Aufgabe ja offensichtlich schon erfüllt. Ich will dem Barkeeper nicht den Freund ausspannen. Er scheint sein bester Gast zu sein. Naja, er ist ja auch sein einziger Gast. Zumindest der Einzige, der noch stehen kann. Guten Tag, schönes Wetter heute. Was? Es regnet in Strömen. Das sollte auch ein Scherz sein. Ja, lustig. Na, das kann ja heiter werden. Also ich hätte den jetzt auch nicht besonders lustig gefunden, vor allen Dingen, wenn ich Wirt wäre. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Morangi. Schön. Was ich damit ausdrücken wollte... Können Sie mir sagen, wo ich ihn finde? Wenn Sie den alten Ken Morangi meinen, der haust auf seiner Insel. Insel? Wie komme ich denn darüber? Fragen Sie Foley. Sitzt bestimmt unten am Wasser und angelt. Kommt es bei Ihnen häufiger vor, dass die Gäste in der Kneipe einschlafen? Klar.
Aber Klaus ist ein ganz hartnäckiger. Den kriegt man auch so schnell nicht wieder wach. Gibt es da irgendeinen Trick? Ja, wenn man ihm was zu essen vor die Nase hält. Dann wacht er auf? Wenn er das Zeug mag, stehen die Chancen nicht schlecht. Was mag er denn so? Er ist früher zur See gefahren. Außer Fisch isst er nichts. Aber eigentlich freue ich mich immer, wenn er schläft. Dann muss ich mich wenigstens nicht wieder zu ihm setzen und mir seine ewig gleichen Seemannsgeschichten anhören. Okay. Ich hätte gerne einen Fisch. Ich auch. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie mir in Ihrer charmanten Art damit sagen wollen, dass Sie keinen haben? Yep. Nicht übermäßig viel los hier. Geht so. Haben Sie immer so wenig Gäste? Einige meiner Stammkunden sind tot und die Laufkundschaft war noch nicht da. Die Laufkundschaft? LKW-Fahrer, die ihre Ware zu den Märkten in den Nachbardörfern bringen. Ab und zu halten die an, trinken 3 bis 12 Whisky und fahren dann weiter. 3 bis 12 Whisky? Ja, sagte ich doch gerade. Und wie oft kommen die so? Jeden Tag. Bringen Obst und Gemüse. Ich frag mich immer, wer das Zeug braucht, wenn es doch auch flüssiges Gemüse gibt. Okay. Vielen Dank für das überaus freundliche Gespräch. Gern geschehen. Ah, bei dem muss man den Schlüssel dann klauen. Ein Schlüssel. Okay, dann verstehe ich. Ich habe schon gedacht, das war ja eine tolle Anspielung hiermit. Er muss sich rübersetzen, ob wir ihm jetzt den Becher klauen müssen. Dann werden wir doch mal Fisch besorgen. Ich hoffe zumindest, dass das klappt. Das ist wohl die Ausbeute des heutigen Tages. So Hi. Viele Fische können Sie doch alleine gar nicht essen, oder? Machen Sie sich Sorgen um meine Gesundheit oder wollen Sie nur einen Fisch abstauben? Ja, also, wenn ich ehrlich sein soll... Nehmen Sie ruhig ein. Ich werde schon noch ein paar fangen. Oh, vielen Dank. Das ist aber nett. Ja, jetzt, wo ich den Fisch habe, kann ich auch gerne mit dir reden. Er müsste eigentlich nur einmal ins Wasser hauchen. Dann würden sofort alle Fische besoffen an der Oberfläche schwimmen. Hallo, wieso angeln Sie bei so einem Wetter? Sie haben keine Ahnung vom Angeln, oder? Nein, nicht wirklich. Wieso? Weil die Fische bei so einem Wetter am besten beißen. Sie sehen doch meinen Eimer, das ist die Ausbeute von 3 Stunden. Selbst wenn ich innerhalb von 3 Stunden 30 gebratene Tauben und Wildschweine mit Äpfeln im Maul fangen würde, ich käme nie auf die Idee, mich bei so einem Wetter freiwillig hier hinzusetzen. Oh, bei Anglern ist das schon teilweise Standard. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Morangi. Können Sie mir da helfen? Klar. Der alte Ken haust da drüben auf seiner Insel. Oh, super, vielen Dank. Wie komme ich denn darüber? Gibt es eine Fähre oder eine Brücke? Nee, Brücke sowieso nicht. Und bei dem Wetter fährt auch kein Schiff. Ist das Ihr Boot da drüben? Ja. Kann ich das mal kurz ausleihen? Ah, ich brauch's momentan nicht wirklich. Aber dann könnten Sie mir auch einen Gefallen tun. Klar, was denn? Ich hatte heute Morgen meinen Kumpel Steffen besucht. Und jetzt ist mein Whisky schon wieder alt. Ja. Und jetzt soll ich Ihnen welchen besorgen. Warum gehen Sie nicht einfach in die Kneipe um die Ecke? Warum schwimmen Sie nicht einfach auf die Insel? Guter Konter. Also ein Tausch. Whisky gegen Boot. Ja, klingt fair. Okay, also ich vermute mal ganz stark, dass sie hinter der Whisky gebunkert ist und wir deswegen den Schlüssel klauen müssen. Die Tür im Felsen. Was befindet sich eigentlich dahinter? Der Keller von Old Stevie's Pub. Kommt man da irgendwie rein? Was meinen Sie, wie oft ich das schon versucht habe? Da drin lagern Whisky-Vorräte für mindestens 1 Jahr. Aber O'Brien, der alte Geizhals, rückt ja nichts raus. Meint immer, ein Barkeeper dürfe seine Waren nicht verschenken. Früher haben wir gehandelt. Fisch gegen Whisky. Aber irgendwann ist mir aus Versehen ein roter Hering mit in die Lieferung geraten. Seitdem ist er sauer und faselt was von Gammelfisch. Dabei war der Schaden doch minimal. Dann wünsche ich weiterhin Petri Heil. Petri Dank! Okay, wieso kann ich... Jetzt kann ich meinen Mauszeiger wieder benutzen. Eine hübsche Sammlung. Hoffentlich sind die nicht alle von heute.
Das sagen wir mal nichts zu. Oh, hier immer noch was. Den wird hier keiner vermissen. Nö, nehmen wir doch einfach mal einen Stein mit. Er ist handlich, praktisch und wofür auch immer wir ihn brauchen. Ich bin zwar eh schon nass, aber da springe ich trotzdem nicht rein. Wasser von oben, Wasser von unten. Verdursten werden die hier bestimmt nicht. Nö, sie haben ja auch genug Alkohol, muss man ja auch noch dazu sagen. Wieso kommt der hier nicht raus? Okay, dann werden wir mal das machen, was ich schon vermutet hatte. Auch wenn er ein noch so großer Fan von Fisch sein mag und schon ziemlich einen im Kahn hat, roh wird er den wohl kaum verspeisen wollen. Nein, wollt ihr mich verarschen? Den Fisch einfach so in den Kamin zu schmeißen, ist weder sinnvoll, noch werde ich den Barkeeper damit wirklich glücklich machen. Kann man den in der Flagge irgendwie einbinden? Keine Ahnung. Den brauche ich nicht zu trocknen. Das hat sein Vorbesitzer schon sehr gewissenhaft erledigt. Och, ist das jetzt euer Ernst? Schön warm. Ich habe aber nichts, womit ich den Fisch... Also wenn ich jetzt sie spielen würde, könnte ich den aufspießen. Ich habe aber nichts, was ich jetzt hier nehmen könnte. Ein Schlüssel. Kann der mir irgendwas geben? Hallo, ich weiß, Sie haben viel zu tun. Kann ich trotzdem nochmal stören? Wenn's sein muss? Ja. Ich bräuchte eine Flasche Whisky. Was kostet die? Für Sie. 1000. Ich frage mal besser nicht nach der Währung. Die Antwort würde mir wohl nicht gefallen. Nein. Wollen Sie keine Geschäfte machen? Doch. 1000 ist ein gutes Geschäft. Ein bisschen arg teuer, oder? Ein Sonderpreis. Extra für meine Freunde. Aus unerfindlichem Grund steigt mein Aggressionspotenzial geradezu in unermessliche Höhen. Wenn ich mich nicht sehr zusammenreiße, wird das hier gleich zum Ego-Shooter. Wie kommt man denn in den Keller? Schlüssel nehmen, Tür aufschließen, reingehen. Das können selbst Leute wie Sie, wenn Sie den passenden Schlüssel haben. Sie sind ganz schön lustig, oder? Yep. Ja, das mit dem Schlüssel... Vielen Dank für das überaus freundliche Gespräch. Gern geschehen. Das mit dem Schlüssel ist jetzt gerade aktuell wirklich das Problem, weil ich nichts davon... Ich verstehe nicht, warum ich den Stein da nicht einfach reintun kann. Aber gut, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen. Was ich noch machen könnte, ist vielleicht mal die Dame mit dem Regenschirm zu fragen oder eventuell auch den Typen am Boot nochmal zu fragen, jetzt wo ich weiß, dass man das hier nicht einfach so, ja, reinschmeißen kann. Ich meine, gut, das wusste ich auch vorher, aber probieren kann man es ja mal, dass ich da nochmal mit den Leuten spreche. Bisher hat es ja auch ganz gut geholfen, wenn ich nochmal mit denen gesprochen habe. Ja, wer weiß, ob mir das auch in der nächsten Folge hilft. Ich sag mal einfach, ich freue mich auf euch und bis zur nächsten Folge. Ciao!